Frau Präsidentin, liebe Kolleginnen und Kollegen! Ich bin schon einigermaßen beeindruckt von allen meinen Vorrednern, die heute vorgetragen haben, welche Windungen und Schwingungen zur Beurteilung verschiedener Sachverhalte hier an den Tag gelegt worden sind. Um es klarzustellen, ich finde es nicht in Ordnung, dass die schwarz-rote Koalition in Berlin in der Frage des Zeitpunktes der Entlastung Fragen offen lässt. Doch, es ist offen. Der Herr Bartle, Obmann im Haushaltsausschuss von der CDU, sagt, frühestens 2018, und er könne auch gar nicht verstehen, warum die Kommunen sich so aufregen, denen geht es so gut wie nie zuvor. Und das steht im krassen Widerspruch zu dem, was Herr Cooper hier im Landtagsplenum und im Kommunalpolitischen Ausschuss in den letzten Monaten hier vorgetragen hat. Das ist nicht in Ordnung. Zweitens, es ist auch nicht in Ordnung, Herr Kollege Körfges, es ist völlig richtig, dass man die Frage der fachlichen Einbindung der Eingliederungshilfe sorgfältig diskutiert. Und es ist auch nicht in Ordnung, das allein auf fiskalische Entlastung abzustellen. Was aber nicht passieren darf, und deswegen ist ja unsere Einigung hier im Landtag auch so wichtig, dass die fachliche Frage genutzt wird, um den zeitlichen Aspekt so weit nach hinten zu schieben, dass man sich dahinter verstecken kann. Das darf natürlich auch nicht passieren. Deswegen ist es wichtig, dass die Landesregierung da auch ein klares Signal vom Parlament bekommt. Wir wollen die schnellstmögliche Entlastung. Wir von den Grünen hätten uns da sicherlich sehr schnell vorstellen können. Und wir haben daran zu arbeiten, die Bundesregierung hat schnellstmöglich einen Gesetzentwurf vorzulegen, der eben diese fachlichen Aspekte ausarbeitet und eben auch die finanzielle Entlastung vor Ort ankommen lässt, denn die ist notwendig, um andere sozialpolitisch notwendige Entlastungen auch in den Kommunen wirklich werden zu lassen. Aber, liebe Kolleginnen und Kollegen von der FDP, wie nonchalant Sie von der Partei, die die Kommunen bekämpft hat, muss ich schon sagen, bis 2010, jetzt zum Retter der Kommunen kommt, finde ich schon abenteuerlich. Um auch mal einen Unverdächtigen zu zitieren, nämlich den Fraktionsvorsitzenden der FDP-Fraktion im Landschaftsverband Westfalen-Lippe, der sagt nämlich 2012 in Bezug auf das Thema Eingliederungshilfe, anders als Ihr Antrag das hier zur Aktuellen Stunde suggeriert, Sie schreiben nämlich, auf Initiative der schwarz-gelben Koalition übernimmt der Bund seit Anfang 2014 die vollständigen Kosten für die Grundsicherung im Alter. Der Kollege aus Westfalen-Lippe sieht das aber eher so. Die FDP-Fraktion beim LWL begrüßt die Ankündigung dieses Bundesleistungsgesetzes auch, wenn die Verantwortungsübernahme durch den Bund bedauerlicherweise erst durch die Diskussion um den Fiskalpakt erreicht worden ist. So viel zur FDP-Einschätzung zu dieser Frage. Und ich kann auch nur daran erinnern, dass die FDP sich im Bundesrat erst hat treiben lassen müssen, um die Entlastung bei der Grundsicherung im Alter durchsetzen zu können. Ich könnte mir jetzt, Herr Kollege Abruschat, ein Zitat werde ich Ihnen auch nicht vorenthalten. Das hat nämlich Ihr Vorgänger, Herr Kollege Engel, noch immer auf seiner Homepage, das ist sehr schön, dass er die nicht gelöscht hat und immer noch frei zur Verfügung steht. Da sagt er im Kommunalpolitischen Ausschuss 2010, die betroffenen Kommunen brauchen einen Masterplan, den sie zusammen mit den Bürgerinnen und Bürgern entwickeln, um über die Parteigrenzen hinweg den Einstieg in eine nachhaltige Finanzpolitik zu schaffen. Soweit kann man noch folgen. Geradezu kontraproduktiv von SPD und Grünen ist es, den klammen Kommunen ihre Hilflosigkeit einzureden, Herr Kollege. Also die sind gar nicht hilflos, sondern SPD und Grüne reden denen die Hilflosigkeit noch ein. Das nimmt diesen Städten und Gemeinden den letzten Schwung, den Mentalitätswechsel zu erreichen. Und jetzt kommt's, halten Sie sich bitte fest, im Kommunalpolitischen Ausschuss wurde deutlich, dass auch Oberhausen aus eigener Kraft einen ausgeglichenen Haushalt erreichen kann. So viel zur Kompetenz der finanzpolitischen Einschätzungsfähigkeit von Herrn Dr. Wolf und Herrn Engel in ihrer aktiven Regierungszeit, liebe Kolleginnen und Kollegen von der FDP. Und Herr Kollege, nein, es ist wichtig immer, weil Sie sind so... Herr Lindner, Sie würden das auch heute noch sagen, wenn Sie nicht außerparlamentarische Opposition im Bund und hier parlamentarische Opposition wären. Nämlich sobald Sie nicht Regierungsverantwortung haben, sind Sie ganz geschmeidig. Aber solange Sie Regierungsverantwortung haben, erzählen Sie einfach unverantwortlichen Kram in die Welt hinein. Und das finde ich nicht in Ordnung. Und wie ist auch die Aktuelle Stunde hierher gekommen? Ich habe ja eben fast schon meinen Ohren nicht getraut, als mir auf dem Gang zugerufen wurde, die FDP möchte jetzt dem Antrag, den SPD und Grüne ausgehandelt haben, beitreten.
Da habe ich mich gefragt, warum haben die am Montag diesen Antrag geschrieben, wenn die jetzt diesem Antrag von SPD und Grünen und jetzt eben von SPD, Grünen und FDP zustimmen können. Da habe ich intellektuelle Probleme mit, aber natürlich keine Schwierigkeiten damit, die FDP auf einen vernünftigen Antrag der Koalition mit draufzunehmen, liebe Kolleginnen und Kollegen. Und noch, Herr Kollege Laschet, weil Sie sich gerade so freuen, möchte ich natürlich diese Freude nicht allzu lange währen lassen. Ich finde, dass es nicht in Ordnung ist, dass Herr Dr. Schäuble eine Finanzplanung vorlegt, die die Entlastung für diese Legislaturperiode nicht vorsieht. Bitte setzen Sie sich auch im Interesse von Nordrhein-Westfalen dafür ein, dass die volle Entlastung noch in dieser Legislaturperiode möglichst früh kommt, dass im Bundesteilhabegesetz dieses Kabinett passiert und dass nicht nur Nordrhein-Westfalen, sondern alle Kommunen von einem vernünftigen Bundesteilhabegesetz profitieren kann. Da sind auch Sie als stellvertretender Bundesvorsitzender und als größtes Bundesland massiv in der Verantwortung. Wir als Koalition haben uns hier klar positioniert. Wir Grünen sind der Auffassung, dass wir sehr, sehr schnell handeln müssen, dass das Versprechen, was noch Sie und Sie von der FDP in der alten Legislaturperiode abgegeben haben, schnellstmöglich umzusetzen ist. Wir brauchen finanzpolitische Verlässlichkeit, kein parteipolitisches Geplänkel, liebe Kollegen von der FDP, sondern Fakten, die den Kommunen und den Menschen, die davon betroffen sind, unmittelbar helfen. Dankeschön.